Okay. Ich dachte, da passiert jetzt irgendwas. Guck mal, Licht an. So. Da bauen sie die Wagen für das Hirschfest. Oh. So, ich kann die Kombination des neuen Türschlosses nicht finden. Schau in die Smiley-Kaffeetasse. Hilft mir nicht weiter. Mal die Kaffeetasse, okay. Halten Sie noch weiter? Nee. Danke an alle für die wertvollen Hinweise. Ich vermute, das heißt, dass die samstägliche Saunanacht stattfindet. Sauna ist gut für den Körper, bla bla bla. Ilmo vergisst Fred. Er hat nicht das Zeug dazu, bla. Nicht allen macht es Spaß, sich zu Tode zu brutzeln, bla. Ich würde vorschlagen, dass wir ein regelmäßiger Bla. 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 Hört auf, das ODM aus der Montagehalle zu nehmen. Ihr wollt euch in der Werkstatt besaufen? Kein Problem, aber das ODM ist nur für Rituale gedacht. Okay. Okay. Smiley-Tasse. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir einen Code brauchen, aber... Ah, da. Ich muss die Lampe ausmachen, ey. Sonst sehe ich nicht, wenn er mir ein F anzeigt. Smiley-Tasse. Okay. Gehen wir mal noch ein Stück weiter. Wieder so einer. Armes Ding. Garantiert ist das ein Erfolg, die alle zu streicheln. Macht ja sonst keinen Sinn. Steht denn da oben noch alles? Nein. Das ist eine Smiley-Tasse. Ne, ist eine Kaffeekanne. Smiley-Tasse. Oh. Okay, muss ich kurz aufmalen. Das hatten wir ja schon mal. Ja, den Zettel hier. Also, so ein Dreieck, dann so ein Dreieck, ich habe jetzt nicht drauf geachtet oder gar nicht erst geguckt, wie viele Stellen wir brauchen. Aber zwei finde ich ein bisschen dünn. Ah, da oben ist noch was. Guck an. So. Dann liegt hier noch was.
Da gibt's noch was. Bolla. Okay. Gucken wir mal, ob wir die Tür da aufkriegen. Höh. Licht aus. Versperrt. Sie ja, nee, ist klar. Sein. Es muss einen Weg geben, dieses Schloss zu öffnen. So, halt, warte. Das da. Dann. Oh. Gar nicht dabei. Bin ich doof? Ah doch, das da. Und das da. Okay. Andere Reihenfolge. Hahaha. Oh ja, hier. Da hängen die ganzen Masken. Jackpot. Das ist das Versteck des Kults. Vielleicht sogar ihr Hauptquartier. Maybe, baby. 10.10 Uhr. Wie jede neue Uhr. Das soll übrigens ein Smiley darstellen, um den Käufer anzuregen. Wer es nicht gewusst hat. Eine Sicherung. Damit kann ich den Espresso Express wieder aktivieren. Genau. Sehr cool. Der angespülte Lichtschalter, den ihr am See gefunden habt, ist kein Schrott, sondern verdammt wichtig. Ah ja, die sind ja auch am... Der Kult lässt Vorräte für seine Mitglieder zurück. Suchen. Das ist praktisch. Das ist es. Das ist der Prozess des Kults. Ihr Ritual. Mhm. Der Kult ist schlecht organisiert. Die Mitglieder befolgen keine Befehle. Das Nightingale-Ritual wurde nicht abgeschlossen. Aha. Ja, cool. Da ist so. Ein Keller. Ja, das ist ein Keller. Dann gehen wir mal zum Schuhkarton. Packen mal ein paar Sachen weg. So. Die brauchen wir bisher noch nicht. Ja, sonst geht's eigentlich. Das können wir gebrauchen, das können wir gebrauchen. Okay. Dann speichern. Und runter. Ich frag mich gerade echt, wie ich das Video schneiden soll. Wir sind jetzt bei 3 Stunden. Ein gruseliger Keller. Scheiße. Klicker. Ich kann sie finden. Wohin würden sie gehen? Tja. Wenn man das so einfach beantworten könnte, ne? Was liegt denn hier?
Es gab noch einen Übergang in Watery. Der Festwagen war der Schlüssel. Mulligan und Thornton waren dorthin gegangen. Mit dem Klicker. Dieses Monster hier sollte sie aufhalten. Hier ist ein Übergang, genau wie der beim Cauldron Lake. Mulligan und Thornton sind wie Nightingale. Sie sind drin und warten. Und ein Festwagen ist der Schlüssel? Ja, so ganz simpel. Oh, hört ihr das? Oben ist ein Besessener. Das war eine Falle. Sehr laut, das klingt nicht gut. Das riecht nach Ärger. So, gehen wir mal eben die Profile durch. Mulligan und Thornton ging es vorhin noch gut. Wie ist das passiert? Ein schrecklicher Fehler. Schatten beschlichen Mulligan und Thornton. Schatten auf ihren Gesichtern und füllten die Gestalt der beiden auf. Das Allerbeste aus Bright Falls. Ein miserables Pastrami-Sandwich. Mulligan und Thornton erging es wie Nightingale. Mulligan und Thornton sind Mitglieder des Kults. Er ist der Anführer. Das Hirn läuft aus wie Eigelb. Der Nervenkitzel des Dominierens. Nicht bloß ein Baum, ein Wald, das Wort. Ein solches Geheimnis stirbt niemals. Es gibt mehr als einen Anführer. Okay. Ich glaube, da müssen wir jetzt da oben ein bisschen kämpfen. Klingt auf jeden Fall danach. Ach du Scheiße. So, zum Glück können wir hier nochmal speichern. Bevor wir da rausgehen. Ich höre gar nichts mehr. Der hat alles verrückt hier. Okay. Alter. Bam, Alter. Okay. In your face. Wo ist der Festwagen? Rede. Oh, was ist hier denn los? So. Kein Loot. Wir hier erstmal wieder rauskommen. Und zwar genau so. Einmal. Wenn du die Dunkelheitsknoten mit deiner Taschenlampe zerstörst, wird der Weg voran enthüllt. Ja, dann mache ich doch. Seite. Puh. Der Übergang entstand aus Waterys dunkler Vergangenheit. Das Ritual stand mit dem Festwagen in Verbindung. Die Kunst war der Schlüssel. Sie konnte Saga Zutritt gewähren. Das Gedicht und das Herz waren der Schlüssel zum Übergang bei Cauldron Lake. Hier ist es der Festwagen. Aber er ist unvollständig. Das ist also Koskillers Festwagen. Wie es aussieht, fehlen nur 4 Teile. Das ist die einzige Maske ohne eine Ortsangabe.
Souvenirladen. Einfach. Ich kann es nicht lesen. Kriegen wir raus. Espresso Express. Verstanden. Fairtrade Fun Zone. Okay. Falltafel. Dann schauen wir mal. Ich muss das nicht nochmal durchgehen. Genau. So. Das. Das. Figur sollte sich bewegen. Okay. What else? So, hier. Logan. Nein, das kommt nicht auf die Tafel. Okay. So, nächster Fall. Kult des Baumes. Oh, ist so nervig. Wo kommt das denn hin? Sieht falsch aus. Ja. Da. 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 Kultnotiz. Die Mitglieder ermahnt die Ausrüstung des FPC. Nee. Nee. Da? Hier vielleicht? Oh, das ist so blöd, ne? Ja, ich guck ja. Da. Und das wahrscheinlich auch? Nee. Notiz mit einzelnen Schritten des Kultrituals. Da. Versuch's weiter. Dann nicht. Da. So. Wer ist involviert? Jawohl. Schrei doch nicht so. Da hier Mulligan schrieb das. Okay. Dann. Da, die Kosalas. Knossi. In der Materialliste für den Festwagen stand etwas von einer Maske. Wo ist sie? Armer Mokka-Elch. Da hat sie's wohl ausgerührt. Das ist der Beweis, Ilmo. Man kann zu viel Kaffee trinken. Mokka wird an einem Ehrenplatz weiterleben. Oh, Kaffee. Er hat seinen Kopf verloren. Mulligan und Thornton hatten eine Aufgabe. Hätte ich schon Bock. Mulligan und Thornton müssen wissen, wo die Elchschädelmaske ist. Okay. Was fehlt vom Festwagen? Ich muss ihn zusammenbauen. Jede Spur.
Was zeigt er mir jetzt schon wieder an? Ah. Die Deputies. Die Maske fehlt. Wo ist sie? Der Tote wird wieder zum Leben erweckt. Die Krone des Großmeisters. Ein Steak ist nie verkehrt. Kümmere dich einfach darum. Sie wissen, wo sie ist. Ich weiß, dass sie es wissen. Wo ist die Maske? Kochle und bleiche ihn. Wir alle verbeugen uns vor ihm. Der Schlund deines bröckelnden Brunnens. Zeigen wir der Schlampe, wer hier das Sagen hat. Am Brunnen. Die Elchmaske ist beim Huotari-Brunnen. In der Coffee World. Na dann. Ich habe etwas gesehen, genau wie damals in Cauldron Lake. Der Brunnen. Hier in Coffee World. Der Elchschädel wird dort sein. Was für ein verstörender Festwagen. Stach zu. Immer und immer wieder. Das muss bedeuten, dass sich der Arm bewegen sollte. Ist dieser Festwagen auf der Seite gemeint? Ah, Spielzeugmesser. Da ist dein Messer. Dem fehlt die Maske. Wieso trägt einer von ihnen eine Maske und der andere nicht? Okay. Und der Brunnen. Ah, die Kassette da rein. Unheimliches Gelächter für die Atmosphäre. Okay. Brauche ich noch eine Maske? So. Da hat sich wieder was ergeben. Aber nicht hier, sondern an der Falltafel. Am Falafel. Oh, mach doch einfach. Da, Paradefestwagen. Sag mal, Kuratschuke braucht eine Maske. Der Festwagenmörder trägt keine Maske. Vielleicht braucht er eine? So, schwang das Messer. Ist hier? Nee. Geräusch. Figur sollte sich bewegen. Sollten sich die Figuren bewegen? Ja, sicher. Mulligan und Thornton, sie haben jemanden ermordet. Sie haben die Leiche in den Huotari-Brunnen geworfen. Nein. Nein. Da ich vom Brunnen habe, hier aber noch nichts, oder? Das ist sowieso alles hier oben schon erledigt. Nur noch die Dinge hier. So. Okay. Oh, ist das hier der Eingang? Ich glaube schon, ne? Wo ich direkt in den Park komme. Ist das wieder eine Kamera? Nee. Oh, da ist wieder eine Lunchbox. Sechs Stück. Wie viele hatten wir jetzt noch? Es muss so spannend sein, der Held der Geschichte zu sein. Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen neidisch. Ich wünschte, ich könnte der Hauptdarsteller von etwas sein. Jo. So. Acht. Ne, mit acht kommen wir nicht weiter. Wohl
Da ist ein Sturm da draußen. Wie komme ich denn dahin? Hier war ja sonst nichts. Ne, da kommen wir nicht durch. Okay. Dann ist das der Park. Ja, das ist der Park. So. Und da ist der Schädel. Oh, da sind wir ja gar nicht so weit weg, ne? Er ist hier. Ich wusste es. Ich habe sie dazu gebracht, ihn mir zu zeigen. Jetzt muss ich die Maske zum Wagen bringen. Mach ich. So, dran damit. Der Elchschädel kommt hier. Natürlich. Okay. Was war hier noch? Das war nur die Beschreibung. Okay. Dann ist der Wagen soweit fertig. Da fehlt noch was. So, untersuche den Bereich des Festwagens, ja. Schließe das Übergangsritual ab. Okay. Was haben wir noch? Das haben wir ja schon gelesen. Da haben wir uns die Infos geholt. Oder hat sich da noch was ergeben? Nein. Okay. Okay, warte mal. Vielleicht kommen wir jetzt durch die Tür. Ah ne, das ist ja immer noch ein Vorhängeschloss davor. Okay, der Bereich des Wagens. Was gibt's hier noch? Da ist nichts. Vielleicht ist hier noch irgendwas versteckt. Sieht aber nicht so aus. Nee, okay. Da war ja nichts. Nee. Auch nichts. Ja, dann habe ich doch erstmal alles hier gesehen eigentlich. Schwamm. Da haben wir noch nicht geguckt. Aber was fehlt denn noch? Nix, oder? Habe ich irgendwas übersehen?
Maske haben wir, Messer haben wir. Ich meine, ich würde als nächstes in den Park gehen. Was hängt da drin? Achso. In den Park. Und die Sicherung da reinballern. Aber die schreiben ja, untersuche den Bereich um den Wagen. Als nächstes Ziel. Sonst war da nichts, ne? Schwang das Messer und stach zu. Immer und immer wieder. Hier drin waren wir auch soweit durch, ne? Da könnten wir höchstens nochmal eben speichern, bevor wir weitergehen. Hey, da rein. So. Speichern. Im Keller war ja nichts, ne? Okay. Dann gehen wir wieder in den Park. So, nur kurz überlegen, wo hatte denn die Sicherung gefehlt? Das war hier. Jawohl. Da unten. Da muss die Sicherung rein. Verstehe sie. So, dann können wir das Ding bewegen. Also gut, jetzt muss ich ihn nur noch in einer Position anhalten, in der ich an die Platine da unten rankomme. Ah, wie knapp. Das reicht auch nicht. Aber jetzt. Nein! Zwei zu weit. Okay. Und. Jawohl. Nicht einfach darüber klettern. Licht. Wer baut denn sowas? So. Genau, die muss in den Festwagen. Noch eine Seite. Halt. Nehmen wir das nochmal eben mit hier. Erledigt. Okay. So. Zurück zum Festwagen. Oh, es sind zwei. Wo? Nachladen nicht vergessen. Okay. Dann rein damit.
um die Arme zu bewegen? Oh. Okay, Saga. Holen wir den Klicker von diesen Arschlöchern. Okay. Das unendliche Kapitel, das ist unglaublich. Was zum Teufel? Wo bin ich? Unten. Für einen Brunnen, aber eine komische Konstruktion. Ich wollte es nur mal erwähnen. Was sind wir denn jetzt? Tanz der Teufel? Die Musik. Ich bin ja nicht so, ich mache wieder Licht an, ne? Ich weiß ja, dass es im Stream etwas dunkler ist. Oh ja. Eine Sauna. Dann sollte ich die Manuskriptseite vielleicht mal lesen. Das war auf der Seite. Deputy ist eine Leichenhalle. Bla bla bla, seine beste Frauenstimme ab. Ich bin bla. Bla. Okay. Ah, Erzählung abspielen. Mulligan und Thornton in den Trümmern der Leichenhalle. Schatten auf ihren Gesichtern. Thornton gibt seine beste Frauenstimme. Ich bin eine hochnäsige FBI-Schlampe. Ich richte ein großes Scheißchaos an und lasse es dann von diesen dummen Hinterweltlerbullen aufräumen. Thornton wandte sich an seinen Partner. Diese Regierungswichser. Nächstes Mal werde ich hier sagen, sie haben keine Ahnung. Sie haben ihr eigenes Kind ertrinken lassen. Sie sind eine beschissene Betrügerin. Mulligan schmunzelte. Hätte man den Bookers den Mord angehängt, wäre der ganze Mist erledigt gewesen. Aber die halten doch immer zusammen. Ich denke, wir sollten der Schlampe zeigen, wer der Boss ist, Thornton. Schatten beschlichen Mulligan und Thornton, drangen in sie ein. Sie grinsten. Okay. So, gehen wir wieder. Ich glaube, wir müssen zur Leichenhalle. So, da ist auch noch ein Weg. Aber mal eben gucken, was hier noch rumliegt. Nichts. Okay. Da ist der Bootssteg. Der nichts bedeutet im Moment. Also gehen wir mal weiter. Immer schön die Augen offen halten, ob da was rumliegt.
Schmutzwichser. Genau. Es wuchs in ihnen. Grusel, Grusel. Wannigen stückender Abzugsfinger. Ein Stück kalte Pastrami. Ja, Hunger hätte ich auch. Sie haben keine Ahnung. Hä? Oh. Oh, das ist der Brunnen. Logan? Ich bin hier! Ich komme! Logan! Dunkel? Die Geschichte hat es auf Logan abgesehen. Ich kann sie aufhalten. Ich brauche den Klicker. Ich habe ihn so beim anderen Übergang gesehen. Was ist hier los? Wir werden es gleich herausfinden. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Das ist eine Schleife. Genau wie zuvor. Genau. Da kennen wir ja schon das Prozedere. Ah, jetzt liegt hier aber jemand. Ich glaube, das ist Ilmo, oder wie der heißt. Und eine Seite. Ilmo Koskela stand vor der kleinen Versammlung von Coffee World-Angestellten und Bikern. Er las von einem Zettel ab. Morka war ein wunderbarer Elch, der einen Ehrenplatz in der Halle der Kalevala Knights verdient hat. Sein Schädel wird die Krone des Großmeisters werden. Der Tote wird wieder zum Leben erweckt. Es gab höflichen Beifall. Nach dem Gottesdienst ließ Ilmo die Leiche zu Elchsteaks verarbeiten. Mulligan und Thornton sollten den Kopf säubern lassen. Sie teilten sich das Geweih. Was zum Teufel, Thornton? Ich hab's, Mulligan. Sie brachten den Schädel in die Werkstatt, um ihn zu kochen und zu bleichen. Sie fluchten, wollten es einfach hinter sich bringen. Es war nur ein dummes Tier. Aber ich denke, Elchsteak ist nie ein Fehler, oder? Jo, geht immer. Mit Rotkohle und Klößen. Bratensoße dazu. Fein. So, jetzt ist bestimmt jemand in der Sauna drin. Oder auch nicht. Okay. Dann gehen wir die Schleife nochmal weiter. Also ich finde es ja schon geil mit dem Nebel, ne? Wie der sich da entwickelt hat. Guck mal, wie der angeleuchtet wird. Super geil. Richtig schön gemacht. Und da hat sich nichts verändert. Da verändert sich gerade was.
So, bevor wir in den Brunnen wieder reingehen, checken wir mal kurz die Lage hier. Aber ich glaube, da ist nichts. Nee. Dann ab in den Brunnen. Vielleicht sehen wir dann noch den zweiten Toten. Ich komme hier nicht durch. Ich muss einen anderen Weg finden. Jetzt gibt es auch einen anderen Weg. Ist die Beleuchtung geil, ey. Wieder der Brunnen. Und wieder mit Wasser. Und jetzt ist dazu. Dafür ist hier offen. Okay. Zelt. Kiste. Was? Alter. Zu. Na, dann gehen wir mal wieder zurück. Oh. Jawohl. Headshot. Schon der nächste irgendwo? Da. Komm. Boah. Okay. Und immer noch zu, da auch zu. Geht's hier weiter? Eieieiei. Aber hier ist Wasser. Hier geht's nicht weiter. Okay, was hat sich jetzt verändert? Zu. Eine Höhle.
Boah, ist das abgefahren, ey. Offen. Okay. Abwärts. Okay. Jetzt haben wir Blut. Das bedeuten? Dass wir in eine Falle geraten sind, würde ich mal behaupten. Trotzdem müssen wir weiter. Jetzt liegt er da ein bisschen anders. Vielleicht das Radio. Ausmachen. Der ganze See ist blutrot. Okay. Gehen wir nochmal da drin gucken. Alles beim Alten. Sauna. Auch. Weiter geht's. Freaky, Alter. Ich wollte gerade sagen, das sind... Ah. Ich glaube, jetzt müssen wir kämpfen. Okay. Dann ziehen wir mal aus dem Schuhkarton, was wir noch so haben. Also. Das nehmen wir mal noch mit. Packen wir da hin. Das nehmen wir mal noch mit. Vielleicht können wir das jetzt auch gebrauchen. Komm, wir packen mal voll. Oh, das können wir auch noch mitnehmen. Okay. Auf in den Kampf, würde ich mal behaupten. Spiel gespeichert und los geht's. Oder? Schande beschwichten Falliger von vorn. Niemand wird ihre Leiche finden. Oh. Ich glaube, das war wichtig. Wo ist er? Oh, da oben. So, warte. Schneller.
Oh. Hey, 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 jetzt lass mich doch mal nachladen, du. Ah. Was? Okay, ich muss die Dinger hier. Alter, gleich bin ich tot. Hopp. Ah. Warte, 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 warte. Nee, zwei. Schnell. Oh Mann. Ja, will ich ja. Da. Hier. Beim nächsten Mal kommen sie nicht mehr zurück. Ah, okay. Haben wir es jetzt gerafft. Warte. Da. Alter. Saga Anderson, hören Sie. Wake? Ich wurde reingelegt. Scratch, ich wollte die Geschichte korrigieren. Halt sie jetzt, den Schlüssel zur Flucht. Was meinen Sie mit fliehen? Sie sind doch da raus und Scratch auch. Aber ich komme voran. Ich habe sie zur Heldin der Geschichte gemacht. Sie hat unsere Familie rettet. Uns alle rettet. Ihre Familie retten? Meinen Sie meine Familie? Ja, sie machen funktioniert. Sie dürfen nur nicht aufhören. Ist meine Familie in ihrer Horrorgeschichte? Ich sehe ihn ständig in Übergängen. Aber er ist schon draußen. Sind das Visionen der Vergangenheit? Als er noch im dunklen Ort festsaß? Hm. Das ist die Frage. Ich habe den Klicker. Ich kann das alles stoppen. Jawollo! Das waren ja dann nur 5 Stunden für ein Kapitel. Habt ihr einen Schuss? Boah, das... Das wird ordentlich geschnitten. Das kann ich schon mal anmerken. Ja, was... Gut. Dann, gucken wir das so schnell zu Ende. Speichern. Und dann, muss ich mal was essen.
bloodstains on the phone. Baby calling home, but there's no one home. Ja, war geil. Bestimmt wieder Puls. Komm. 83 Puls. Ja. Mein Ruhepuls ist normal so 68. Also, geht. Geht. Okay. Spiel gespeichert, meinte, ja wunderbar. Er könnte die Horrorgeschichte mit dem Klicker rückgängig machen. Ich muss zurück nach Bright Falls zu Casey und Wake. Ich sollte mich bei Casey melden.